Derbyzeit im Kasseler Aue-Stadion und damit herzlich willkommen zur Partie des KSV Hessen-Kassel gegen die Südhessen von den Kickers Offenbach. Und weil die Offenbacher auch jede Menge Fans mitgebracht haben, ist hier richtig was los im Stadion und wir hoffen, dass es im Gegensatz zum 0:0 im Hinspiel heute ein paar Tore zu sehen gibt. Sven Hofmeister, 1:1 am Ende gegen die Kickers Offenbach. Ich denke, wir haben ein sehr intensives und sehr interessantes Spiel gesehen. Oder wie sieht das der Co-Trainer des KSV Hessen-Kassel? Ja, so haben wir es auch gesehen. Es war im Vorfeld, wussten wir ganz genau, gegen Offenbach werden es immer schöne, interessante Spiele, was auch Derby-Charakter hat. Am Anfang haben wir dieses Derby-Charakter nicht so bei unserer Mannschaft gesehen, aber mit Laufe der Spielzeit haben wir uns da reingearbeitet und haben dann auch ein verdientes 1:1 gesehen. Wie ist denn der Spielplan, der Matchplan aufgegangen, den ihr heute eurer Mannschaft aufgegeben habt? Ja gut, wir wollten natürlich nicht 1:0 zurückliegen. Wir hatten einen klaren Plan gehabt. Am Anfang ist er nicht ganz aufgegangen. Wir sind halt da nicht so ins Spiel gekommen oder nicht so in die Zweikämpfe gekommen. Das hatten wir uns schon anders vorgestellt. Aber wie eben schon gesagt, im Laufe des Spiels kamen wir da immer besser ins Spiel rein. Und dann ein glückliches Händchen gehabt mit der Einwechslung von Morike Sako. Wer hatte die Idee? Du oder der Cheftrainer? Ja, der Cheftrainer hat die Idee gehabt natürlich. Ja, Morike Sako, eingewechselt und direkt das Tor gemacht. Ich denke, für dich war es ein richtig guter Nachmittag heute. Ja, auf jeden Fall. Wir haben trotzdem nicht gewonnen, aber dass nicht die Mannschaft gerettet könnte, das war schön. Ja, nach so lange Zeit gesperrt und so weiter. Ja, das war schön wieder zu spielen erstmal. Und dass ich dann ein Tor machen kann, umso besser. Ja. Was hat dir denn der Trainer gesagt, als du auf den Platz gegangen bist? Hat er gesagt, jetzt Junge nach vorne und mach das Ding rein oder was? Ja, der meinte, mach nicht so viel nach hinten, ne? Aber bleib mal vorne und versuch mal ein Ding reinzumachen. Ne? Und das war's. Ne? Das geklappt zum Glück. Ja, 1:1 am Ende vor 3000 Zuschauern. Letztlich gab es nicht mehr Punkte für den KSV Hessen-Kassel, aber für die Zuschauer wenigstens 2 Tore. Und insgesamt ziemlich glückliche KSV-Spieler, so wie es gerade gewirkt hat. Jedenfalls ein sehr zufriedener Torschütze, Morike Sako. Damit sagen wir Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und wie immer, bleiben Sie sportlich.